Ich finde diese stumpfen Hate-Kommentare wirklich sehr amüsant. Das ist einfach so dumm und schlecht. Ein Typ, der sicherlich nicht mal die Hälfte beugen kann, auch nicht zur Hälfte und sicherlich doppelt so lauchige Beine hat wie ich. Ich blende den Kommentar hier ein und könnt ihr selber lesen. Und ja, das mit den mit 40 Invalide sein. Ja, das erzählt man mir halt schon seit 20 Jahren. Ich mache seit 20 Jahren Leistungssport in verschiedenster Art und Weise. Sprinten, Langläufer, zum Beispiel beim 5 Kilometer Lauf unter 16 Minuten, beim Sprint ohne spezifisches Training um die 10,3 bis 10,35 Sekunden. Davor Bodybuilding, also ganz, ganz lange her, nur mit Maschinen. Ich habe schon immer so trainiert, wie ich jetzt trainiere, und ich habe nicht mal die kleinste Verletzung gehabt. Ich habe halt jetzt kürzlich das erste Mal im Leben halt eine Überlastungserscheinung gehabt in den Hüften, weil ich nicht meine Anatomie entsprechend korrekt Kreuzheben trainiert hatte. Und hatte jetzt auch beim Bankdrücken teilweise mal Schulterschmerzen, weil Technik halt nicht richtig gestimmt hat, aber es sind keine Verletzungen, es sind Überlastungserscheinungen. Die hatte ich jetzt auf einmal überhaupt in 20 Jahren. Und das ist auch relativ normal, wenn man versucht, sehr krass ans Limit zu kommen und zu trainieren. Mit Invalide oder auch andere Kommentare mit Knieschädigung oder sonst welche Verletzungen, das erzählt man mir wirklich seit 20 Jahren, ist noch nie was passiert, und währenddessen nicht immer andere sehe, wie sie sich ständig verletzen oder so einen Muskel abreißen oder sonst was. Und ich trainiere auch ja komplett natural, und das senkt meiner Meinung nach, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen auch schon, das Risiko, sich zu verletzen. Also Muskelabriss, meines Erachtens nach, kommt das meistens bei Leuten vor, die sehr viel stoffen und so weiter. Also, das finde ich halt wirklich einfach nur belustigend. Auch mit den lauchigen Beinen. Ich blende mal vom selben Video, wo der Kommentar kam, eine Perspektive ein. Und wenn man da einfach mit den 25 Kilo Eisenscheiben vergleicht, die rechts im Hintergrund stehen, oder mit der genormten Größe des Heizkörpers, dann glaube ich nicht, dass das Beine wie ein Lauch sind. Und die Beine sind bei mir tatsächlich der massivste und am besten entwickelste Muskel vom Körper. Zusammen mit dem Arsch sehe ich, glaube ich, gerade mittlerweile. Und ich denke nicht, dass sich meine 130 Kilo Körpergewicht bei 1,82 Meter Körpergröße zu 100% nur auf den Bauch fokussieren. Ich denke schon, dass die Leute einfach zu dumm sind, Proportionen einzuschätzen. Also, weil ich einfach kein Bodybuilder bin und mir einfach nur stumpfe, runde Bobbles ans Bein trainiere, die keine echte Leistung bringen, oder nicht unbedingt zumindest, legt sich bei mir die Muskulatur einfach flach an den Beinen, in gleichmäßigem Wachstum in alle Dimensionen. Nicht einfach nur ganz stark ausgeprägte Bobbles, was ich richtig hässlich finde übrigens. Ich mag das so deutlich lieber, und ich habe halt auch sehr lange Beine. Deswegen habe ich da auch einfach ein sehr hohes Potenzial, noch sehr viel mehr Muskulatur dran zu packen. Das sieht bei Leuten mit langen Gliedmaßen und einer gewissen Körpergröße, die sehen halt immer aus, als seien die irgendwie, ja nicht Lauchs, aber relativ schlank, jetzt mal den Bauch ausgenommen. Selbst wenn die als wie ich knapp 130 Kilo wiegen. Also das müsst ihr euch mal im Klaren werden.